Lottoschein. Ja. Der ist verschwunden. Ja. Aber der sechste Mann, der hasst. Es geht um die Figur nach. Der sechste Mann ist das Wichtigste. Ja. Ja. Deswegen muss ich jetzt wissen. Der Schein ist im Zimmer. Hallo, was ist denn? Da saß er ganz allein in seinem Zimmer beim Tisch und starrte in sein Buch. Finster war es, denn es war Nacht. Plötzlich öffnete sich hinter ihm einen Spalt breit die Türe und herein trat einen langen Schatten vor sich her werfend, ein riesiger Chinese. Er trat ein, stellte sich hinter ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. Das ist so spannend, dass man das direkt spürt. Plötzlich drehte er sich um. Was ist? Guten Tag! Wien, Otterkring, Maroltinger Gasse 43. Umflutet von einem ewigen Verkehrsstrom liegt hier eine kleine grüne Oase, in der im Sommer allabendlich ein Stück uralter Wiener Volkskultur erwacht. Das Stegreiftheater Tschauner, das letzte seiner Art. Nicht nur in Wien, sondern in ganz Europa. Ich habe in den frühen 60er Jahren Sorgen gehabt, um die ich mich heute beneide. Eine meiner Probleme war damals das Wiener Burgtheater, das ich leidenschaftlich attackiert habe. Und da hat mir der Helmut Qualtig einmal gesagt, es gibt in Wien ein großartiges Theater, das dir sicher gefallen wird, mit einem viel interessanteren Spielplan als das Burgtheater und auch mit viel intensiveren Schauspielern, nämlich der Tschauner. Und ich bin dann hier herausgepilgert und habe bemerkt, dass es in Wien, in Otterkring, wie in einem Kristall eingeschlossen, eine Institution aus dem 19. oder 18. Jahrhundert gibt. Eine Bruderschaft oder Schwesternschaft von unserem unsterblichen Wurstl Stranitzky. Menschen, die aus dem Stegreif andere lachen oder weinen machen können und wo auf einem verstimmten Klavier zwischen Obstbäumen eine Stimmung entsteht und eine Aura vorhanden ist, bei der man damals die Gänsehaut kriegen konnte, im positiven Sinn. Wisst ihr, 26 Jahre leben wir in Wien und 26 Jahre haben wir vor, hierher zu gehen. Und nie tut man es. Und dann habe ich gehört, die wollen aufhören und deshalb sind wir eigentlich hergekommen heute. Das gehört zu Otterkring. Das ist ein Stammgästkloster, nicht? Der Otterkring ist sehr typisch mit Tschauner verbunden. Ne? Mir gefällt das Gemütliche da. Also, da kann man im Freien sitzen, kann man rauchen, kann man was essen. Mir gefällt die Stimmung, das Lockere, das Lässige. Und das sind da immer recht viele interessante Leute, finde ich. Könnte man stundenlang allein das Publikum anschauen, das amüsiert mich schon. Meine Schwester, die ist hier in Wien. Und immer wenn wir in Wien sind, das Erste ist immer Karten bestellen für den Tschauner. Und dann sind wir da. Na, ich finde am nettesten die Klavierspielerin von allen.
Das Freizeitleben spielte sich damals in Otterkring, so wie in allen Wiener Außenbezirken, vor allem im Freien ab. Unterhaltung sollte möglichst wenig oder gar nichts kosten. Die Straßen vor 50 Jahren noch weitaus mit mehr Menschen als Autos bevölkert, boten den Schaulustigen ein unaufhörliches Vergnügungsprogramm. Große Volksfeste wie dieses Fest des Republikanischen Schutzbundes in Otterkring waren seltene Höhepunkte, denen man wochenlang erwartungsvoll entgegensah. Zur alltäglichen Unterhaltung gehörten hingegen die Varietés, der Zirkus und die 20 Stegreifbühnen Wiens. Zu den bekanntesten gehörte das Theater der Stegreif- und Puppenspielerfamilie Glass. Der Großvater Anton Glass stand seit 1875 auf der Bühne und wurde als der Shakespeare von Herrn Nals zu einer lokalen Berühmtheit. Ich bin als einziges Kind des Ferdinand Glass und Therese Glass in Wien geboren. Ich stamme väterlicherseits von einer Artisten- und Schauspielerfamilie. Mein Großvater Anton Glas war gelernter Zuckerbäcker, ausgerüfter Beruf war bei Integration Maler, Holzschnitzer und vor allen Dingen einmal Schauspieler. Mein Großvater hatte in Prat eine Pantomimenbühne, die er selbst gegründet hat. In den 25er Jahren hatte er sogar ein Marionettentheater in Herneus in der Gebelgasse, wo er jeden Sonntag 5 bis 6 Vorstellungen gespielt hat. Dieses Marionettentheater hat er meinen Vater geerbt und nach meinem Vater bin ich geerbt. Ich bin zum Stegreifspieler erzogen worden, schon als Kind, und kann mit einer Ruhe sagen, dass ich tatsächlich dieses Geschäft, dieses Theatergeschäft von der Pike auf gelernt habe. Ich habe das Marionettentheater 1962 von meinem verstorbenen Vater geerbt, bis 1981 als Otterkringer Marionettentheater geführt. Ja, der Kasperl von meinem Großvater, sein Geschäft, der ging mit meinem Großvater ins Grab, auch der Kasperl von meinem Vater. Und so wird es auch sein, wenn ich einmal sterbe, dass mein Kasperl mit mir geht. Die Blütezeit des Stegreifs für meine Familie war der Prater. Das Pratergeschäft hat so viel gebracht, dass mein Großvater sich es leisten konnte, das Ensemble nach der Vorstellung einzuladen, mit Fiaker zum Heurigen zu fahren. Ich könnte heute, wenn damals gespart worden wäre, wahrscheinlich auf der Marahilferstraße 3 Häuser besitzen. Das ist die K&K-Bühne, die sogenannte K&K-Bühne im Prater von meinem Großvater. Der hatte damals 3 Bühnen auf einmal. Wenn der Vorhang der ersten Bühne zugegangen ist, ist der Vorhang der zweiten Bühne aufgegangen. So wurde durchgespielt von 3 Uhr Nachmittag bis 10 oder 11 Uhr in der Nacht. Das sogenannte Wortarena, wie man damals diese Bühne genannt hat, das war was ganz anderes. Wenn früher mal der Wiener gesagt hat, so der Wienerin, wo gehen wir heute hin, hat gesagt, gehen wir zum Künstler in die Arena. Das Wort Arena, das stammt eigentlich aus dem Spanischen etwa, und wenn man heute Arena sagt, so denkt man immer, es ist der Stierkampf. Stierkampf war es nach dem Krieg, da war es tatsächlich ein Stierkampf, weil die Leute kein Geld gehabt haben und die Bühnen haben wollen weiter existieren und die Leute zu Stier waren. In der heutigen Zeit ist das dann ganz anders, weil heute ist das Unternehmen der Stegreifbühne ein gutes Geschäft. Als ich von der Schule kam, war eine sehr schlechte Zeit. Die meisten Leute waren arbeitslos, haben fast gehungert. So blieb mir nichts anderes übrig und ich musste glücklich sein, als Autoschlosserlehrling in einem Betrieb einzustehen. 1938 wurde ich zum Arbeitsdienst eingezogen und 1940, kann mich heute gut erinnern, am 1. Jänner, bin ich nach Debeln-Nirena nach Polen
zur Luftwaffe eingezogen worden. Die finanzielle Zeit, bevor der Hitler gekommen ist, war in Österreich und besonders in Wien sehr, sehr schlecht. Die ganze Arbeitsgemeinschaft war arbeitslos. Die Arbeitslosenzeit war eine der schwersten Zeiten, glaube ich, was Österreich damals mitgemacht hat. Jede Familie war froh, wenn sie irgendwo die Kinder über den Damm gebracht hat. Mein Vater war arbeitslos, der hat seine Kinoplakate, hat Kinoplakate gemalt und Regenschirmgriffe geschnitzt und somit das, was er für die Familie gebraucht hat, verdient. Mein Vater zum Beispiel hat jedes Jahr drei kleine Marionettentheater oder Kasperltheater, wie man es genannt hat, auch Papiertheater gemacht. Davon wurden immer zwei ausgelost, das heißt ausgelost. Es wurden 90 Nummern verkauft und die, was bei der Erziehung als erstes am Terno waren, die haben das gewonnen. So der zwei. Der dritte war immer für mich. Mein Weihnachtsgeschenk war ein Marionettentheater. Und so wurde ich auch zu denen dazu gehalten, dass ich Marionetten spielte, schon als Kind. Und das ist mit mir so aufgewachsen. Es war natürlich die Arbeitslosigkeit entsetzlich. Und ich kann das eine sagen, Hitler wäre in Österreich wahrscheinlich nicht an die Macht gekommen, wenn die Arbeitslosigkeit nicht so groß gewesen wäre. Aber so hat sich ein jeder gehofft, wenn der Hitler kommt, wird er Arbeit bekommen und die rosigen Zeiten werden anfangen. Die haben auch angefangen. Die Arbeitslosigkeit hat aufgehört, weil die Leute waren sind in Industriebetriebe gekommen, zum Militär gekommen und so war es schön langsam die Arbeitslosen weg von den Straßen, weil sie ja meistens eingerückt waren und das Kanonenfutter auf alle Fälle begonnen haben. Meine Mutter ist Gott sei Dank, als ich 6 Jahre alt war, gestorben. Meine Mutter war Volljüdin und musste, was gekommen ist nach den 38er Jahren, nicht mehr miterleben. Meine Tanten wurden in Warschau im Ghetto vergast und mein Cousin und mein Onkel wurden ins Konzentrationslager geschickt. Nachdem, als ich beim Militär war, wurde ich zur Luftwaffe geschickt. Ich war beim 3. Oberkommando der Luftwaffe Hermann-Göring-Staffel. Wir haben zu dieser Staffel dazugehört. Ich war Unteroffizier bei den Fliegern, habe das LK-2 gehabt und die bronzene Flugspannung. Ich war Bordschütze, habe nicht viele Einsätze gehabt, vielleicht 10, nicht mehr, Gott sei Dank. Beim ersten Einsatz habe ich geschossen wie ein Wilder und es war kein Mensch und keine Maschine im Himmel zu sehen. Ich war bei den Aufklärern, wir hatten den Befehl, jeden Feindkontakt zu vermeiden. Zuerst war meine Staffel in Polen, von Jänner 1940 bis Februar 1941. Dann waren wir in Frankreich, im Februar 1941 bis 1942. Danach war ich in Russland. Von Februar 1942 bis August 1943. Wir hatten danach nach Afrika gehen sollen. Ich habe später gehört, dass die gesamte Staffel in Afrika aufgerieben worden ist. Alle Mischlinge mussten damals abrüsten, weil es ein Gesetz gegeben hat seit 1942. Es hat ein bisschen lang gedauert, bis ich dran gekommen bin. Eines Tages kam ein Schreiben aus Oranienburg, den Hauptsitz der Luftwaffe, und ich musste mich dort melden. Dort in Oranienburg wurde ich degradiert und für wehrunwürdig nach Wien zurückgeschickt. Ich musste mich 2 Tage nachdem, dass ich in Wien war, zur Gestapo melden. Sie haben mir wollen sagen, dass ich eine Unterschrift gefälscht habe und mich nicht als Mischling ausgegeben habe. Das stimmt aber nicht. Auf den Schein ist nur gestanden Religion und da ich römisch-katholisch war, habe ich dasselbe auch hingeschrieben. Als ich die Gestapo verließ, wurde ich unterrichtet, wie ich mich als Mischling ersten Grades verhalten muss, dass ich mit keiner arischen Frau einen Verkehr haben durfte und dass ich überhaupt mit einem Mord ein Mensch 2. Grad bin. Ich fragte dann, wie ich grüßen muss, ob ich Heil Hitler sagen muss oder vielleicht auf Wienerisch Abitere. Das hat mir der Gestapo-Mann damals gesagt, das können Sie halten, wie Sie wollen. Ich habe damals Abitere gesagt und das war mein Fehler, denn wie ich nach Hause gekommen bin, hat mich meine Mutter nicht mehr gekannt, so verschwollen war ich im ganzen Gesicht.
Also mit einem Wort, ich war ein Vollmischling, ein Mischling ersten Grades. Ich wurde dann von einem Betrieb in den anderen versetzt, wurde dienstverpflichtet. Und immer wenn ein Betrieb die damals sogenannte DAF, Deutsche Arbeiterfront, Fahne bekommen hat, die silberne oder die goldene oder die bronzene, musste ich den Betrieb wechseln. Und so war ich dann in der kurzen Zeit mindestens bei 5 oder 6 Betrieben. Immer wenn die Fahne kommt, war es für mich der Abschied von diesem Betrieb. Diese Dienstverpflichtung war eine eigene Angelegenheit. Dadurch, dass ich ja gelernter Autoschlosser war, konnte ich aber trotzdem meine Arbeit nicht ausüben, sondern ich wurde dienstverpflichtet und hingestellt, wo man mich halt gebraucht hat. Zum Beispiel zu einer Kesselfirma draußen in Schwechat. Da musste ich in der Früh in eine kleine Lok hineinsteigen und diese Rohre, diese Dampfrohre mit dem Hammer vermaseln, mit einem Masel so lange hinhauen, bis halt kein Dampf mehr rauskommt. Das war eine sehr unangenehme Arbeit. Von dort aus bin ich dann zu der Firma Stabeck gekommen. Die Firma Stabeck, die hat für die U-Boote und für die Luftwaffe Sauerstoffflaschen hergestellt. Das war eine sehr unangenehme Arbeit. Man musste den ganzen Tag bei der Maschine, bei der Pressmaschine stehen. Es war sehr, sehr heiß. Eines Tages bin ich drauf gekommen, dass es anders auch gehen muss. Und habe ganz einfach, wie der Direktor vorbeigegangen ist, einen sehr Schwerkranken gespielt. Ich ließ mich ganz einfach über die Stiege runterfallen und machte so, wie wenn ich ohnmächtig wäre. Auf das herauf wurde es aber anders, wie was ich mir vorgestellt habe. Man hat mich ganz einfach in ein Spital auf der Gersthofer Straße geschickt. Als ich dort hingekommen bin, habe ich bemerkt, dass es dort kein Honiglecken ist. Mein Nachbar, der sagte zu mir, wenn du gescheit bist, dann musst du dir eines merken. Einer, der was irgendwas im Kopf hat oder dem, was im Kopf was fehlt, der hat immer denselben Drall. Also wenn du schwindelst, wenn du aufstehst und die Füße zusammengibst und du hast einen Schwindel, musst du dir merken, entweder von rechts nach links oder von links nach rechts. Du darfst nie was anderes sagen, so sagt immer der gute Mann. Und tatsächlich, um 2 in der Früh bin ich geweckt worden, musste aufstehen, die Füße zusammengeben und die Augen schließen und dann sagen, nach was für einer Seite. Ich habe immer gesagt, von rechts nach links, die ganze Zeit. In diesem Spital war es furchtbar. Es war so weit, dass man die Leute schikaniert hat, dass sie sich sogar aufgehängt haben. Ich bin dann aber Gott sei Dank wieder rausgekommen, trotz den Drohungen des Betriebsrates bei der Firma Stabeck, der mir damals gedroht hat, mit dir, Judenbankert, wäre ich schon noch fertig werden. Ich bin dann nach späterer Zeit, weil die Firma Stabeck die goldene DAF-Fahne bekommen hat, sie hat auch genug Ausländer gehabt, Polaken und vor allen Dingen Franzosen, und bin dann zu der Firma Schauer in den 19. Bezirk gekommen. Die Firma Schauer war eigentlich eine Wiener Traditionsfirma, die eigentlich die großen Uhren, was bei uns auf den großen Plätzen, Schottendor und so weiter stehen, erzeugt hat. Also eine bekannte Firma. Ich war da als Dreher, ich musste auf die Hundertstel genau drehen, ich hatte von einer Drehbank keine Ahnung, das war für mich wie für den Seildienst das erste Mal das Seil, aber ich habe es ausgehalten, dieser Schauer, das waren 2 Brüder, waren sehr, sehr nette Leute und der eine hat mich besonders ins Herz geschlossen, weil er gewusst hat, was ich für eine Abstammung bin und mir hat er gefallen, weil er ausgeschaut hat wie der Johann Strauss mit weißen Haaren. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, was ich in dieser Zeit, obwohl ich ja dienstverpflichtet war, am Abend getan habe. Na, so wie immer. Ich habe Stegreif gespielt in verschiedenen Wiener Bühnen, die noch hier waren. Natürlich unter einem anderen Namen, weil es war mir ja streng verboten, aufzutreten. So habe ich mir einen Künstlernamen zugelegt, Ferre Ferro. Die Direktoren haben mich alle gekannt, Jesus Nader Glas. Und ich konnte unter diesem Namen in verschiedenen Wiener Stegreifbühnen auftreten. Und das ist die Sommerbühne Glas, die war damals im 17. Bezirk in der Geblergasse. Mit der Bühne sind wir dann in den 3. Bezirk am Arsenalweg gezogen. Bevor die Russen bei uns einmarschiert sind, wurde ich noch einmal eingezogen. Ich wurde eingezogen und zwar zum Schanzen. Also der eigene Name Schanzen, das hieß damals so viel, als wie große Gruben zu machen, damit wenn die Panzer der Russen von Stein am Anger nach Österreich hereinkommen,
dass sie irgendwie aufgehalten wird, was natürlich überhaupt keinen Sinn gehabt hat. Aber wir waren damals eine lustere Gesellschaft. Ich war in den besten Händen, ich war mit dem damaligen Oberstaatsanwalt Dr. Meyer-Mahle zusammen, mit dem FIFA-Schiedsrichter Fritz Steiner und noch mit ein paar anderen Größen von Wien. Also wir waren damals miteinander Schanzen. Es war eine schlechte Zeit, weil wir nichts zum Essen gekriegt haben. Man hat uns das Achtelbrot, was wir da gekriegt haben, immer kleiner und kleiner gemacht. Mittag haben wir Suppen gehabt, am Abend war die Suppe noch einmal verdünnt. Also es war eine sehr schlimme Zeit. Wir mussten auch unsere Unterkunft war eigentlich ein Schweinestall. In demselben sind wir miteinander gelegen und haben erzählt von der guten alten Zeit. Etwa jeder hat das ausgetauscht. Und wir hatten eigentlich ein Glück. Neben uns, neben dem Schweinestall, war eine Trafikantin, die was auch eine Lotterie gehabt hat. Und die hat sich mit irgendeinem von unseren Herren gut befreundet und hat uns halt gesagt, wenn einmal was kommen sollte, weil man hat schon Schießen gehört, die Kanonen der Russen hat man schon gehört von Steinemanger. Und diese Frau hat uns dann einmal in der Früh ein Klopfzeichen gegeben. Als wir die Tür, die was die Nacht ja verschlossen war, aufgebrochen haben, da waren unsere sogenannten Goldfasane. Ja, das war eine eigene Abteilung von SA und sie waren braun angezogen, darum haben wir gesagt, Goldfasane. Die waren schon alle über alle Berge, wir wussten damals nicht, was mit uns passiert. In den Händen der Russen wollten wir ja nicht, wir wollten wieder nach Hause. Und dadurch, dass wir ja ein paar Wehrunwürdige gehabt haben, die als Offiziere waren, haben unser Haufen ganz einfach eine militärische Abteilung gemacht und wir sind zum Bahnhof marschiert. Beim Bahnhof ist zufälligerweise aus Ungarn ein Zug angekommen, ein Panzerzug, der gebratene Schweinerl gehabt hat. Und ich habe den Namen leider vergessen, der hat damals die Meldung gemacht, er war beim militärischen Oberleutnant und erzählte den Kommandanten dort, wir müssen so schnell wie nach Wien, wir müssen Wien verteidigen. Der gute Mann hat das geglaubt, obwohl wir ja in zerfetzten Zivil waren und hat uns mitgenommen bis Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt sind wir dann in einen Zug eingestiegen, ohne jeden Groschen Geld und sind mit großer Mühe nach Wien gekommen. Ich bin damals aber zu meiner damaligen Braut in den 9. Bezirk. Ich wollte nicht nach Hause, zu meiner Mutter nach Hanau, und das war sehr gut. Denn einen Tag später habe ich erfahren, dass mich die Gestapo bereits wiederum gesucht hat. Ja, und so habe ich heute Zeit gewartet, bis die Russen gekommen sind. Eines Tages wollte ich vom 9. Bezirk zu meiner Mutter in den 17. Bezirk gehen. Gehen war übertrieben. Mein damaliger zukünftiger Schwiegervater hat ein altes Vorrat mit denselben. Bin ich dann von der Roten Löwengasse über die Porzellangasse. Ich bin nicht weit gekommen, nur bis zum Franz-Josef-Bahnhof. Dort hat mir ein guter Russe das Fahrrad sofort weggenommen und ich wurde in eine sogenannte Garage gesteckt. Als ich dort reingekommen bin, waren schon mehrere Leute dort und keiner wusste, was mit uns geschehen sollte. Wir mussten eigentlich bis Mittag dort bleiben. Am Mittag wurden wir dann herausgeholt, in einen Zug gesetzt und sind dann ins Kahlenberger Dorf gefahren. Im Kahlenberger Dorf waren nämlich die Schienen kaputt. Wir mussten aussteigen, mussten die Schienen reparieren und das hat bis am Abend gedauert. Wir haben geglaubt, wir können am Abend wieder nach Hause, aber Irrtum. Wir sind wieder in den Zug hinein und der Zug ist weitergefahren. Da war ein junger Bursch neben mir und der hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm runterspringen will, nicht, weil ich will auf gar keinen Fall. Man hat damals schon gehört, dass die Russen einen weiß ich wohin fahren und überhaupt nichts auslassen. Ja, so ist es halt gekommen, etwa, dass wir dann in den Nachtstunden, etwa, wo der Zug eine Kurve genommen hat und ganz langsam gefahren sind, beide abgesprungen. Wir haben sich dann in ein Ehrenfeld hereingelegt und also mit einem Wort, etwa, es hat 3 Tage gedauert, bis ich in Wien wieder war. Wir konnten noch hauptsächlich des Nachts laufen, weil wenn uns die Russen erwischt hätten, wären wir wiederum weg gewesen. Ich war selbstverständlich theatermäßig auch beschäftigt. Ich hatte damals eine Schnellzeichennummer. Ich habe Karikaturen gezeichnet, schnell gezeichnet. Ich habe mir ein eigenes Programm zusammengelegt. Ein Wiener Programm, das zum Schluss habe ich den Johann Strauss, den Franz Schubert,
den Johann Strauss, den Franz Schubert, ja, jetzt heute am Dienst. Heute am Dienst. Den Johann Strauss, den Franz Schubert und ganz am Schluss den Kaiser Franz Josef gezeichnet, wo mich ja alle großen Applaus erfangen habe. Ich durfte damals, wie die damalige Zeit war, ich habe weniger mit Gage gespielt in den Restaurant und so weiter, sondern mit sogenannten Manschen, das heißt so viel als den Hut in der Hand, von einem Tisch oder von einer Reihe zu der anderen gehen und sich das Körbelgeld zu holen. Ich war damals sehr gut dran, denn die Leute haben sehr viel für die gute alte Zeit hergegeben. Und so war es eigentlich ganz angenehm, es war ein ganz schöner Name. Ich bin dann auf Operettentournee gefahren und habe als Confrasier gearbeitet, im Theater ein kleines Sketch gemacht und eines Tages habe ich in der Gänzgasse in einem Kaffeehaus mit meiner Zeichennummer gearbeitet. Es war dort eine Tanzgruppe, ein Magier und so verschiedene andere Nummern. Und am Abend haben wir immer gearbeitet. Eines Tages bin ich gekommen und meine Staffelei war weg. Ich fragte damals entsetzlich, weil heute hat es wenig gegeben, wo die Staffelei ist. Und da sagte man mir, die ist in Salmansdorf, da draußen beim Endstation, bei den Russen. Wir arbeiten heute für die Russen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das nicht gern gemacht, aber bitte für gutes Essen und für Geld war es gar nicht so schlecht. Also mit einem Wort, in Pötzlansdorf. Wir sind dann hinaus und wir haben dort gearbeitet, das ganze Programm. Und es war sehr, sehr, die Russen waren begeistert. Was Kunst anbelangt, waren sie nicht dumm. Und dann ist eine Dolmetscherin gekommen und hat mich gefragt, ob ich eventuell den Herrn Major zeichnen kann. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ich Karikaturist bin und kein Porträtmaler, aber er hat darauf bestanden. Also für einen Karikaturisten war der Herr Oberst ein sogenanntes Fressen. Er hat ein vorstehendes Kinn gehabt, eine Gnollnase. Es war das Beste, was mir je passieren kann. Ich habe ihn wirklich in Karikaturen gezeichnet, aber dann die Wirkung war aber ganz anders wie gut. Die Soldaten haben gelacht, er ist immer blässer und blässer geworden. Auf einmal war er ganz weiß im Gesicht, nicht wahr, war wütend. Und ich habe das Beste machen können und habe meine Staffelei genommen und bin die Salmansdorfer Straße runtergelaufen wie ein Wilder und habe mir geschworen, nie mehr wieder bei den Russen zu arbeiten. Es wurde dann anders. Ich habe dann öfters bei den Russen gearbeitet, bei den Amerikanern, bei den Franzosen, bei den Engländern. Und ich muss sagen, ich habe ganz schön verdient. Ich habe in den Nachkriegsjahren nur Confrasier gemacht. Ich habe das Talent des Zeichners von meinem Vater geerbt und habe in den größten Varieté, das heißt im Konzerthaus, beim Max Lustig, Direktions Max Lustig, bei der Direktion Robert Bosch und so konnte ich im sämtlichen Wiener Kino, habe ich als Confrasier und mit meiner Zeichennummer gearbeitet, bis eines Tages die Direktion Fretzer an mich herangetreten ist und gefragt hat, ob ich mit auf der Nähe fahren will. Ich habe gut singen können, ich habe tanzen können und bin sozusagen als Operettenbuffo mitgefahren, Oberösterreich, Niederösterreich. Das sind die zwei jungen Glas, der Ferdinand, nämlich ich und mein Cousin, der Anton Glas, der ein herrlicher Buffo war, aber leider Gottes in Stalingrad geblieben ist. Das Geschäft war blendend, die Direktion hat viel verdient. Und als ich wieder nach Wien gekommen bin, habe ich mir gesagt, warum kannst du das nicht selber machen? Und habe eine Theaterdirektion gegründet. Ich habe mir damals mit Kaution selbstverständlich eine Konzession bei der Bühnengewerkschaft erbeten und habe einen Freund gehabt, einen gewissen Karger, der war Operettenkomponist und vor allen Dingen auch Texter. Der hat mir eine fabelhafte Operette geschrieben und so bin ich dann mit einem großen Ensemble, das heißt mit zwei Sängern, zwei Sängerinnen, einen zweiten Bufferpaar, Charakterkomiker, Ballett und großes Orchester auf Tournee gegangen. Ich hatte damals einen Impresario, den ich durch eine Soubrette kennengelernt habe und der hat diese Theatertour ausgemacht. Leider Gottes wusste ich nicht, dass der gute Mann gleichzeitig eine zweite Tour hatte.
die er 8 Tage vor uns geschickt hat, auf dieselbe Route. Es wäre nichts dabei gewesen, nur der Theaterdirektor, der hatte einen eigenen Stil. Er erzählte 10 Minuten vor der Vorstellung dem Publikum, dass die Bahn seine Dekorationen und Kostüme nicht gebraucht hat und hat ganz einfach das Land des Lächelns in Zivil mit 5 Lieder beendet. Das Publikum war natürlich nicht erfreut darüber und 8 Tage später bin ich gekommen. Also mit einem Wort, das Publikum hat noch genug gehabt von der ersten und so war es eine Pleite. Und diese Pleite ging einmal so weit, dass es in Wiener Neustadt haben wir angefangen, war die erste Pleite Berndorf und so weiter und so weiter. Es waren nur Pleiten, Pleiten, Pleiten. Ich bin dann zurückgekommen und musste mir Geld aufnehmen. Das heißt, Geld aufnehmen ist übertrieben. Ich habe von meinen sämtlichen Verwandten, was noch da war, den Schmuck versetzt und habe damals meine Schulden zurückgezahlt. Hauptsächlich an die Ballettmädchen, weil die waren die ärmsten von alle. Und jetzt musste ich aber was verdienen. Mit dem Theater allein war es zu wenig. Und da bin ich ganz einfach auch durch einen Bekannten in ein Kohlengeschäft geraten und habe halt fast ein halbes Jahr Kohlen ausgetragen. Es war eine schöne Zeit, aber wie es in der damaligen Zeit halt war, nicht, weil dann hat man nicht auf reelle Art und Weise gearbeitet, sondern man hat eigentlich die großen Leute, das heißt die großen Geschäftsleute, mit den Kohlen ein bisschen Bedrohung. Da ein paar Brigettes raus und da ein paar Brigettes raus. Und so hat man halt weitergearbeitet. Bis eines Tages war es mir zu viel und habe gesagt, jetzt muss ich aufhören. Und habe tatsächlich aufgehört. Meine Chefin war damals entsetzt, warum, weshalb. Aber ich habe die Wahrheit gesagt und sie hat es verstanden. Und so bin ich zu der amerikanischen Botschaft gekommen, in die Porzellangasse. Und habe auf 3 Tage eine Arbeit angenommen. Es war eine schwere Arbeit, mir Mehlsäcke geschleppt und Zuckersäcke geschleppt. Und so bin ich auf 3 Tage hingekommen und aus den 3 Tagen wurden eigentlich 30 Jahre. Über 30 Jahre war ich Vorarbeiter bei der amerikanischen Botschaft und nach 30 Jahren bin ich ehrlich und offen in die Rente gegangen. Es war eine schöne Zeit, nämlich es war so eine Zeit, dass ich meine Vorgesetzten überzeugen konnte, dass ich außer Säcke schleppen und außer Möbel transportieren andere Qualitäten habe. Und so habe ich auf Matineen arbeiten können. Wenn ich Vormittag frei habe wollen, habe ich auch frei bekommen, ohne jeden Anstand. Und der Abend war ja sowieso frei. Und so bin ich heute halt am Abend wiederum Steger spielen gegangen, so wie immer. Und das hat sich bis zum heutigen Tag auch gar nicht geändert. Ja, arbeiten musste ich ja, weil ich ja verdienen musste, damit ich den Schmuck wieder auslöse und das alles zurückgeben. Es war eine harte Zeit für jemanden, der das Arbeiten nicht so gewöhnt war wie ich. Und ich war es wirklich nicht gewöhnt, aber man gewöhnt sich an alles. Und ich muss ehrlich und offen sagen, es hat mir dann vielleicht sogar noch Spaß gemacht, die schwere Arbeit zu machen. Lernte ich eigentlich den Gustav Czauner, den Direktor der Czauner-Bühne, kennen, der damals in der Gangelbauergasse gestanden ist. Und der suchte unbedingt einen Charakterkomiker. Ich habe damals bei ihm gespielt. Man hat damals nicht nur Lustspiele gespielt wie in der heutigen Zeit. Man hat Operetten gespielt, man hat Drama gespielt, man hat Anson Gruber gespielt, man hat Nestro gespielt, aber selbstverständlich alles in Stegreif. Das ist das Czauner-Ensemble, 1946, Gangelbauergasse. So bin ich halt zum Czauner gegangen und habe bei den Czauner halt angefangen und mir hat es dann beim Czauner so gut gefallen, dass ich eigentlich beim Czauner geblieben bin, bis auf vielleicht 1-2 Mal, dass ich weg war von ihm und bei einer anderen Direktion etwa untergekommen bin. Aber mich hat es wieder, ich war mit ihm sehr harmonisch, mit dem Herrn Direktor Czauner und wir haben uns immer wieder getroffen und er hat mich immer wieder zu sich geholt. Und so ist es halt geblieben, solange bis heute Frau Direktor Czauner war. Sie müssen nämlich eines wissen, wir haben ja damals in Stegreif nicht nur so wie in der heutigen Zeit Lustspiele gespielt, was ja das Schwerste ist, weil, schauen Sie, wir haben eine Zeit von 3 Monaten, das sind ungefähr
90 Vorstellungen, 91, 92 Vorstellungen der Saison und 92 verschiedene Lustspiele zu spielen. Das ist eine Teufelsarbeit und ich kann nur das eine sagen, ich glaube kaum, dass es einen Schauspieler, einen sogenannten richtigen Schauspieler, der seine großen Bühne, Burg oder Josefstadt und so weiter ist, der imstande ist, 90 Lustspiele durchzuhalten. Ich glaube, das kennen nur die Leute, die was wirklich Stegreif spielen können. Die können das Publikum jeden Tag begeistern. Ich war selber 10 Jahre als Nestor-Darsteller in St. Pölten, ein Stadttheater, beim Herrn Direktor Lenau. Und ich muss das eine sagen, der Nestor liegt mir schon wegen der Sprache allein. Ich könnte wahrscheinlich keinen Hamlet spielen. Ich bin ein sogenannter Volksschauspieler und kein gelernter Schauspieler. Aber mein Gott, da hat es viele gegeben, Hörwinger zum Beispiel oder Moser. Die haben alle keine Theaterschule gehabt und so habe ich auch keine. Und ich hoffe nur das eine, dass mir meine Gesundheit so lang bleibt, dass ich bis zu meinem Ende Stegreif spüre. Es wäre das Schönste, wenn ich auf der Bühne einmal einschlafen darf. Aber der Wunsch kann man ja nicht nehmen. Aber das eine kann ich sagen, ich bin Wiens ältester Stegreifspieler, Wien ältester Stegreifregisseur. Und ich kann noch etwas sagen, wir sind europaweit, vielleicht von der ganzen Welt, man kann es nicht wissen, die einzige Stegreifbühne, die überhaupt besteht. Und ich bin stolz darauf, dass ich zu dieser Stegreifbühne gehöre und dass ich der Leiter, der sogenannte Regisseur dieser Stegreifbühne bin. Wurlitzer Gasse. Wäre. Was ist? Eine Frage an Sie, junger Mann. Wir können Sie nicht anklopfen, wenn Sie hereinkommen. Eine Frage an Sie, junger Mann. Bitte. Wo ist der Köber da? Was? Wo ist der Köber da? Wo? Der Herr? Nicht deppert Sie. Ob ein Gelber hier war, ein Chinese, Kalafati, verstehst du mich nicht? Kalafati? Ja, Kalafati, wenn er da war, frage ich dich. Kalafati? Das, ja. Na ja, also, wenn Sie mich so fragen, das... War einer da? Du nicht stottern, du reden einmal, husten kannst später. Wo ist er? War einer da? Es war einer da, ja. Was soll er wollen? Bitte, bitte, also bitte, das ist ein Amtsgeheimnis. Was er wollen, hat frage dich ganz in der Ruhe, freundlich, so wie es mein Sinn ist. Was hat er gewollt? Ja, was hat er gewollt? Na, er kann reden. Red, Bursche, red, red. Immer nur ein L. Ja, na, das interessiert mich nicht. Was er wollen hat. Nicht blöd sein. Ich wollte fragen, was er da wollen hat, der Chinese. Und was hat er wollen? Ja. Ja, das weiß ich nicht, was er wollte. Er muss mit ihm was geredet haben, Herr. Ja, sind so deppert. Was schaust du denn über die Pappen? Jeder Beruf hat sein Berufsgeheimnis. Ich bin ja gleich Geheimnis. Ich werde gleich gewandt, dass er bei uns ist. Was hat er gesagt? Dreh. Ich hab keine Zeit. Er hat gespielt im Toto. Ja, er hat gespielt im Toto. Das weiß ich eh. Ne? Ja. Ja, Freunde, weiß ich. Aber ich will dir was sagen, guter Freund. Lass deine Hände von dieser Sache. Die Hände? Jawohl, weil mein Totoschein hole ich mir selber. Da brauche ich dich nicht dazu. Hast du verstanden? Schauen Sie, politisch betätigt zu sein, das heißt einer Partei anzugehören, für die man einsteht. Meine Meinung ist es, dass ein Schauspieler keine Berechtigung hat, politisch betätigt zu sein. Er ist für jeden da, ob schwarz, grün, rot, blau. Er muss für jeden da sein, denn er ist ja nicht für die Partei da, er ist für das Publikum da. Das wurde mir als Kind schon eingeprägt und ich kenne keinen Stegreifspieler, der bei der Partei ist oder der sich irgendwie politisch betätigt. In der Nazizeit selbstverständlich war das was anderes, weil da waren ja die Leute gezwungen, obwohl ich bitte bei keiner Partei war. Aber ich kenne viele Kollegen von mir, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, nicht wahr, die sich gewehrt hat, aber denen damals in der damaligen Zeit nichts anderes übergeblieben sind, ein Imhof oder ein Brot oder wie die ganzen guten Komiker geheißen haben, denen ist auch nichts anderes, die haben sich zwar mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber sie sind ja nichts anderes übergeblieben, als wie irgendwie auf der Bühne auch Heil Hitler zu sagen. Ja, das war die damalige Zeit, aber die heutige Zeit ist Gott sei Dank anders und wir hoffen nur das eine,
dass die Stegreifbühne unter der Leitung der Volksbühne recht, recht lang bestehen bleibt und dass vielleicht in 100 Jahren, wenn uns schon lange nichts mehr wehtut, noch immer sagen können, der Stegreif kommt noch in die Blütezeit. Vielleicht gelingt es. Dankeschön. Moment, jetzt werden wir gleich wissen, wer der sechste Mann ist. Ha! Ausgefüllter Willibald Meier. Meier? Den kenne ich. Meier? Meier, Philipp. Allerdings. Herr Chef, der sechste Mann bin ich, geben Sie den Toto. Nein, meine Herrschaften, Sie irren sich. Oh, was ich teile sagen? Nämlich mit niemandem, außer mit meinem Kompagnon. Ah, lass mich doch nicht. Ui. Herr Chef, das kannst du nicht machen. Doch, das geht ja ganz einfach. Wir haben ja jetzt das Geld. Wir haben das Geld? Ja, natürlich. Herr Chef, ich teile mit niemandem. Schöpfen Herzensruh. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt, dann konnte ich lachen. Das alte Czauner-Theater existiert heute noch. 1986 rief die legendäre Prinzipalin Caroline Janusek-Czauner ihre letzte Spielsaison aus. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen das geliebte Theater aufgeben. Das Wiener Volksbildungswerk rettete die letzte Stegreifbühne Wiens vor dem Untergang. Das alte Theater in der Maroltinger Gasse wurde geschliffen und eine neue Bühne nach dem Originalvorbild errichtet. Einzige Novität war das ausfahrbare Regendach. Damit war man künftig vom Wetter unabhängig. Am 4. Juli 1989 wurde die Wiedereröffnung mit der Bieroper Die drei Grazien von Schwechat gefeiert. Das ehemalige Czauner-Theater trägt seither den Namen Original Wiener Stegreifbühne. Die Technik ist neu. Das Ensemble ist das alte geblieben, genauso wie der Spielleiter der Truppe Ferry Glas. Gespielt wird von Juni bis September. Alte Stücke wie Mord in der Wurlitzer Gasse oder Das Freudenhaus vom Liebhardstal erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit beim Publikum. In den Pausen gibt es noch immer das traditionelle Czauner-Menü, ein Knacker mit Senf und dann Gespritzten. Die rare Kunst des Stegreifspiels hat in Otterkring bis heute überlebt. Aber seit Jahren plagt Ferry Glas die Sorge um den Nachwuchs. Es wird immer schwieriger, junge Schauspieler für den Stegreif zu begeistern. Noch spielt die Truppe vor ausverkauftem Haus. Wie lange Wiens originellstes Sommertheater noch existieren wird, steht in den Sternen. Wenn sich einst die Tore der Original-Wiener Stegreifbühne für immer schließen, wird ein Stück Alt-Wiener Volkskunst endgültig verloren gehen. Für immer. Am Bochner bin's im Knitschnäck in der Ried. Baum, der Weih verdirbt und allemal die Mutti stirbt, in die wir werden so verwirrt, ist der Fritz. Solang im Blasen noch ein Tritzel trinkt, long.